Das. Ich glaube Ich an schaff dich, das ich nicht, glaube an Rumpel, ich dich, schaff ich das und nicht. deine Zuschauer, wir glauben an dich, du schaffst das. Pass auf, ich übernehme auch das Reden für dich, dann ist es kein Problem, dann kannst du dich vollkommen konzentrieren. Ich habe irgendeine Scheiße rum, während du das Aufgabenthema da souverän bewältigst, ja. Also bitte, das schaffst du, ja, das ist sicherlich, ja, das ist ganz einfach, da musst du nur ein bisschen denken. So, ich bin jetzt in dieser blöden Dusche und die Ich Kugel muss gerade liegt bei selber der nochmal Tür. nachdenken. Gott, wie war denn jetzt noch das Physikverhältnis, als du da drin, als ich da drin war? Ah. Kannst du es nicht so drehen, dass du dann in den Schudel kommst und der Schalter, und die Kugel, wenn du dabei drehst, dann auf den Schalter kommt, während du im Strudel bist, also wenn du im Strudel drin bist und dann drehst? Alter. Bewegen wir es so, bleibt die Kugel nicht auf dem Schalter. So wird sie nach links unten gedrückt. Links unten geht aber schon mal schlecht. Ganz runter ist auch doof, dann zerquetscht sie mich. Eigentlich haben, dass sie nach oben rechts gedrückt wird. Aber das ist noch schlechter zu realisieren. Kann ich nicht Oh einfach... Gott, jetzt hat sie eine Idee. Moment, ich habe eine Idee. Das war eine sehr schlechte Die Idee. funktioniert schon mal nicht, oder? Ja. Die Kugel ja nach oben gedrückt wird. Wird sie nach oben links gedrückt. Unten links. Auch doof. Boah, wenn mein Internet das zulassen würde, würde ich dir so gerne jetzt zugucken. Und das teste ich jetzt nochmal, ob das funktioniert. Hoppala. Ted Koro. Nein, böse Kugel, Aua, aua, böse aua. Kugel. Ja, ich weiß, dass ich LOL Replay habe. Alter. Das ist schon eine witzige Aufnahme. Sowas hatte ich noch nicht. So, Moment. Kann nur schlimmer werden. Dann falle ich ja da runter. Bringt mir ja rein gar nichts. Boah, wenn mein Internet dein Stream laden würde, ne, dann wäre das kein Hey, Problem. was Meine ist das Fresse. denn? So wird's direkt nix. Ach Gott, das gibt's doch nicht. Du hast aber auch ein Delay drin, der gefällt mir nicht. Ja, ich weiß, ich habe ein hartes Ja, pass Delay. auf, du hattest es ja schon fast, dass die Dusche oben war, der Stein unten auf dem Schalter und du da links auf der Plattform, ne? Ich weiß nicht, ich kann mir das gerade nicht bildlich vorstellen.
Ich hab's jetzt im Moment so, dass der Stein unten an der Tür liegt und ich wieder in der Dusche stehe und wir praktisch beide nach unten die Gravitation, du weißt. Scheiße. Ja. Problem ist, wenn ich jetzt den Stein, während ich in der Dusche stehe, auf den Schalter rollen lasse und ich mich dann bewege, dann rolle ich ja den Stein wieder von der Plattform weg. Nee, du musst in den Strudel von dem rein. Schalter. Das ist sicher. Ich weiß. Geh mal zu einer Seite aus dem... Aus das der ist klar. Raus. Einfach nur so aus einer Seite raus. Boah. Das, wenn dein Stream hinterherkommt bei mir. So. So wie ich es jetzt hab. Ist halt blöd, weil wenn ich jetzt aus dem Strudel falle. Ja, du musst allerdings. Würde ich auf die du Kugel musst fallen. So fallen, dass du zur Tür fällst und und die Kugel in den Strudel. Das geht. Ja, das hatte ich auch, aber das Problem daran war, dass dann die Kugel wieder runtergefallen eigentlich ist, sobald nicht. Ich auf den Schalter gehe. Und so wie ich es jetzt habe, wird das eigentlich auf jeden Fall passieren. Weil so wie es jetzt ist, fällt sie runter. Hast du denn... Wait. Nicht so schnell. Ja, das... Oh Mann, ich krieg's nicht hin, an dem Stein nicht zu sterben. Ewige Kreis. So. Jetzt habe ich es hingekriegt, dass ich... praktisch nee. Jetzt ist toll, jetzt habe ich so wie vorhin, dass wenn ich jetzt drehe, die Kugel liegt an der Tür und ich bin am Schalter. Was? Und wenn ich jetzt drehe, dann rutsche ich in die Kugel rein. Du hast die Kugel bei oder der in den Tür Schalter und du bist halt. Auf dem Schalter, der den Strudel ausschaltet. Wie hast du das geschafft? Nee, du kannst jetzt so drehen, dass die Kugel in den Strudel kommt. Das habe ich vorhin auch schon gehabt. Doch. Was hast du für eine Schwerkraft bei dem Level? Die muss es ganz anders sein als bei mir. Bei mir ging's doch dann. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Dafür müsste ich das jetzt vor mir sehen, um dir richtig helfen zu können. Das tötet mich einfach. Da fuck. Ich hab die Schwerkraft so, dass die Kugel in dieselbe Richtung gezogen wird wie ich. Wenn ich das jetzt noch richtig wüsste. Wie hast du denn die Dusche gedreht? Alter. Ich bin am Überlegen, aber es tut weh im Kopf. Ach Mist, ey. Nein, Kugel, böse, aus, pfui. Du bist schon wieder tot? Nein. Kein Bock mehr. Jetzt ist Puzzle wieder zurück. Kein Bock mehr. So.
ich habe jetzt die Kugel gleich im Strudel. Oder auch nicht. Na, du kommst dem Ziel aber auf jeden Fall näher, wa? Oder? Ja. Trotzdem? Nein, ich habe zurückgesetzt. Ich bin gerade überlegen, ob ich auch zurücksetze und wir das parallel machen. Nope. Du, ich setze jetzt auch zurück. Auch auf die Gefahr hin. Das wäre voll nice. Dass ich das jetzt nicht wieder löse. Zu spät. Zu spät. Kannst du auch durch die Tür gehen und dann, dann aus dem Menü in jetzt die... Jetzt bin ich bereits hier. So. Schritt 1, Kugel in den Strudel. Nein, so sollte das nicht passieren. Ja. Und dann auf den Schalter so gehen, dass die Kugel zur Tür rollt. Ja? Ich habe jetzt gerade ein ganz anderes Problem. Mhm. War, dass ich es nicht mehr so hinkriege, dass ich die Kugel nicht in den Strudel fallen lasse. Obwohl ich ja noch gar nicht an der Dings gedreht habe, an der Dusche. Ups. Lass mich raten, wenn du unten auf dem Schalter stehst, dann weißt, liegt die Kugel oben links. Oder wie sieht das bei dir aus? Wieso nicht? Mir sieht es gerade so aus, dass ich keine Möglichkeit habe, die Kugel aus dem Strudel zu befreien. Wie hast du denn das jetzt geschafft? Ich dachte, wir wollen jetzt. Ich dachte, nein, wir wollen das jetzt auf parallel der anderen machen. Seite vom Strudel. Nichts! Ja, okay, ich setz nochmal zurück. Erst sagen, dass wir es parallel machen, dann doch ganz anders. Okay, nein. Ne? Das ist, was ist? Ja, das war kurz nach dem Start. Ich hab kurz nach links oder rechts gedreht und direkt war die Kugel und ich und so. So, Schritt 1. Da. Moment, ich setze jetzt auch zurück und wir machen das jetzt parallel, okay? Okay. So, ich werde gezeichnet. Ja. So, Schritt 1. Kugel. Mein Charakter bewegt sich nicht. Kugel in den Strudel. Klingt nach einem Plan? Machen wir das mal. Und während der... Ja. Ja. Und währenddessen rutscht dein Charakter Richtung Schalter. Gehe nach rechts. Genau. Genau. Habe ich gefailt, weil die Kugel zu schnell war und dann Richtung Schlüssel gerutscht ist. Okay. So, Kugel, also wenn du auf dem Schalter stehst, ist bei der Tür. Ja, das ist soweit richtig. Das ist soweit richtig. Das ist soweit richtig. Dann drehst du jetzt so, dann ist jetzt ja, genau. Nach rechts. Ja. Ja. Genau. Und dann gehst du nach, dann geht, na, dann nach machst rechts. Du das nicht so ja. Wie ich. So habe ich vorhin auch schon die dann ganze Zeit gemacht. Gehst du in den Strudel. Nach rechts. Ja. Und dann dreh ich wieder. Nee, nach rechts. Links, oder? Was? Nach links, sonst kommt bei mir die also Kugel. Die Welt nach links, aber den dann geht Knopf meine Kugel nach auch rechts. In den Strudel. Dann ist der gut. Ja. Ja. Wenn ich links und ich rechts sage, mache ich damit auch die rechts. Knöpfe, weil dann ist die Kugel an bei der mir Welt oben. Kannst du es ja eigentlich nicht festmachen. Wovon redest du? Ja, du hast doch gerade nee, gesagt, dass jetzt, du vor den Knöpfen sagst, hergehst. Du drückst den Knopf nach rechts, dann drehst du links. Bei mir ist... Ja, aber auch wenn ich den linken Knopf ich hab drücke, das umgekehrt.